Also, ich mache das nicht jeden Tag und kriege das auch immer hin. Deswegen sage ich immer, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe mir letztens einen richtig süßen Film angeguckt und das Pärchen saß irgendwann nachts in der Bar und hat Käsemakaroni gegessen. Und da habe ich gesagt, oh, es wird mir wieder Zeit für Käsespätzle, schön mit Röstzwiebeln. Und vor etwas längerer Zeit haben wir uns schon mal so einen Spätzle-Hobel geholt. Ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Ich kann damit nur Knöpfe, keine Spätzle. Ich schaffe es einfach nicht, lang den Teig daraus laufen zu lassen. Und deswegen schabe ich den lieber. Das macht jede Menge Spaß und ist auch gar nicht so schwer. Und der Spätzle-Teig ist auch total einfach. Ich habe hier 400 Gramm Mehl, 5 Eier und nehme immer so auf 80 bis 100 Gramm ein Ei. Also dann kann man sich die Menge auch so ein bisschen ausrechnen. Und die Eier gebe ich als erstes in die Schüssel mit einem halben, ja, so einen gestrichenen halben Teelöffel Salz. Verrühre mir das schon mal mit dem Schneebesen, dann hat es gleich das Mehl ein bisschen leichter. Und ich brauche natürlich Wasser. Und beim Wasser, ja, das sind so, ich würde sagen, so 70 Milliliter, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kommt immer auf das Mehl an. Das gebt ihr einfach dazu und dann schlage ich den Teig mit einem Holzlöffel. Ihr könnt das in der Küchenmaschine machen oder mit dem Handmixer. Also bevor ich die Küchenmaschine benutzen würde, würde ich dann lieber den Handmixer nehmen, weil man da einfach viel mehr Gefühl hat. Aber mit dem Kochlöffel geht das auch wunderbar. Man kann den Teig so richtig schön durchschlagen und merkt dann eben auch, wie viel Wasser man noch braucht. Und ich habe mir schon einen richtig großen Topf mit Wasser aufgesetzt. Da gebe ich auch noch ein bisschen Salz rein, weil die Spätzle so direkt ins Salz reingeschabt werden. Und jetzt verrühre ich erst die Eier, gebe Mehl dazu und Wasser. Das Wasser kocht, es kann losgehen, aber als erstes werde ich mich noch ein bisschen um die Zwiebeln kümmern. Ich habe hier 4 mittelgroße Zwiebeln mir schön in Ringe geschnitten und darüber gebe ich ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, so 1,5 Teelöffel für den Geschmack für nachher und damit die jetzt ein bisschen Wasser ablassen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man schöne, leckere Zwiebeln haben möchte. Einmal durchrühren. Und einfach hier so stehen lassen. Und dann geht es schon an die Spätzle. So, mein Teig ist gerührt und er sieht jetzt so aus. Ich zeige euch den einmal. Und wenn ihr den so stehen lasst, er stand ja jetzt hier ein paar Minuten, kommen immer wieder diese Bläschen und die habt ihr auch beim Schlagen. Und der Teig sollte so wirklich vom Löffel reißen. Also, das ist ein bisschen Gefühlssache mit dem Wasser. Und dann nehmt ihr einfach euer Brett. Ich habe jetzt hier so ein Spätzlebrett. Das ist ein bisschen abgekantet an der Seite. Geht aber auch mit einem ganz normalen Brett. Das muss man sich nicht unbedingt kaufen. Das muss natürlich nass sein. Und das gebe ich einmal hier rein, damit der Teig da auch richtig gut runterläuft. Und dann nehme ich mir so einen Esslöffel von dem Teig auf das Brettchen. Also ich mache das nicht jeden Tag und kriege das auch immer hin. Deswegen sage ich immer, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Es ist aber gar nicht zwingend notwendig, das zu machen. Es gibt ja auch im frische Regal fertige Spätzle. Die kann man natürlich auch nehmen. Und jetzt wird der Teig immer schön mit Wasser arbeiten. Der Teig einmal glatt über das Brettchen gestrichen und dann über dem Wasser direkt so reingeschabt. So, die ersten werden immer nicht so schön und dann macht man das ein bisschen und dann wird es immer besser und dann bekommt man richtig schöne Spätzle. Und das Schöne ist, jede sieht anders aus und die schmecken viel besser als gekaufte. Aber es ist gar nicht so schwierig, sich immer den Teig von oben zu holen, reinzumachen. Das Ganze muss einmal aufkochen und dann kommen die schon wieder raus. So, einmal aufkochen lassen. Ich gebe die dann hier in mein Sieb. Und mache die erstmal alle fertig. Dann schrecke ich die kalt ab, weil die dürfen jetzt warten,
bis ich dann den Käse gerieben habe, die Zwiebeln fertig gemacht habe, sowas. Also jetzt schaut mal, da sind jetzt ein paar dickere bei und umso öfters man das macht, umso dünner werden die auch. Also das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Die ersten können schon wieder raus und ich finde, die dürfen auch unterschiedlich aussehen. Dann weiß man, dass die selber gemacht sind. Und jetzt mache ich schon die nächsten und die sind so lecker und das macht auch richtig Spaß. Also ich finde, das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung, bevor man Mittag isst. Umso öfters man das macht, umso geübter wird man. Meine Spätzle sind fertig und ich habe die ja schön kalt abgeschreckt. Und jetzt schaut mal, so kleben die nicht aneinander. Und ich finde die wunderschön, die schmecken total lecker. Und man sieht, dass die selber gemacht sind. Was ich geschafft habe, sind 3 Schupfnudeln. Die kann man ja dann aussortieren. Das ist eben so, gerade am Anfang, bis man ein bisschen Gefühl dafür hat, die da reinzuschaben. Aber das ist wirklich machbar und das macht Spaß. Und jetzt kümmere ich mich um meine Röstzwiebeln. Ich habe hier schon Fett erhitzt und jetzt zeige ich euch mal, wie viel Flüssigkeit hier schon in dieser kurzen Zeit aus den Zwiebeln rausgekommen ist. Nur durch Zucker und ein bisschen Salz. Schaut mal. Und genau das möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte die ja jetzt ausbacken und richtig schöne Röstzwiebeln haben. Und dafür bestäube ich die nochmal mit Mehl. So. Ja, da darf schon ein bisschen was drüber. Und dann mischt er die einfach schön so, dass überall an die Zwiebeln auch das Mehl kommt. Und dann gibt er die einfach ins heiße Fett und backt die da einfach aus. Ich mache das jetzt wieder mit meinem Frittierlöffel und dann kann man die ganz vorsichtig hier reingeben und schön hintereinander ausbacken. Ein bisschen passt noch. Meine zweite Portion Röstzwiebeln sind fertig und jetzt kommt noch die dritte da rein. Weil da müssen ja auch viele Zwiebeln dran. Und in der Zeit, wo die jetzt hier ausbacken, sind jetzt nur noch wenige, deswegen mache ich die jetzt eben so rein. Ich habe da jetzt auch nicht so eine Angst vor. Und reibe mir in der Zwischenzeit schon mal meinen Käse. Und ich habe hier einen Edamer und einen Bergkäse. Ihr könnt natürlich Käse nehmen, welchen auch immer ihr möchtet. Er sollte ein bisschen kräftig sein, damit man auch an die Käsespätzle ein bisschen Geschmack bekommt. Wenn ihr alles vorbereitet habt, dann können schon die Käsespätzle fertig gemacht werden. Ein bisschen Öl und Butter in die Pfanne und die Spätzle dazu. Die sollen ja jetzt nur noch erwärmt werden. Ich nehme jetzt diese Pfanne, weil ich die direkt auf den Tisch stellen kann. Und jetzt kommen die einfach mit hier rein. Und die werden jetzt so erwärmt, dass der Käse schmelzen kann. So, und hierzu gebe ich natürlich noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Muskatnuss. Auch das gehört natürlich dazu, es muss ein bisschen gewürzt werden. Ihr könntet dieses Gericht natürlich auch total einfach machen, indem ihr euch Spätzle kauft, geriebenen Käse, sehr fragwürdig. Und auch Röstzwiebeln kann man natürlich schon fertig kaufen. Aber ich glaube, gerade bei diesem Gericht gehört einfach ein bisschen Liebe dazu und auch die Spätzle selber zu machen. Und das schmeckt natürlich alles viel besser. Bisschen Muskatnuss drüber reiben. So, bisschen darf, ne? Bisschen Geschmack darf immer rein. Und dann ist das ganze Gericht total schnell gemacht. Also wenn man alles fertig hat, dann einmal umrühren, damit sich hier die Gewürze auch ein bisschen verteilen und die ganzen Spätzle warm werden. Und das sieht schon richtig gut aus. Und dazu kommt jetzt der Käse. Wie gesagt, nehmt den Käse, den ihr gerne mögt. Aber so ein Bergkäse ist schon toll.
und der kommt jetzt da drüber. Und dann wird auch wieder vorsichtig gerührt, bis sich der ganze Käse schön aufgelöst bzw. geschmolzen ist. Gebt dem jetzt hier auf kleiner Stufe einfach ein bisschen Zeit. Damit sind die Käsespätzle fertig. Ich nehme die Pfanne jetzt einfach so mit an den Tisch und Tom und ich, wir können uns da einfach so bedienen. Hier oben drauf von den knackigen, hört ihr das? Röstzwiebeln einige drauf. Die restlichen nimmt man dann einfach so mit, weil da kann sich dann auch jeder bedienen, wie er gerne möchte. Und darüber für schön ein bisschen Schnittlauch. Petersilie würde jetzt auch gehen, aber Schnittlauch passt einfach wunderbar dazu. Das war's schon und dann sind Käsespätzle fertig. Das ist nicht so viel Arbeit, das sieht nur so, es macht so viel Spaß, Spätzle selber zu schaben. Probiert das doch einfach mal aus, weil die schmecken einfach auch total lecker. Selbstgemachte Nudeln, da stehen wir ja sowieso drauf. Das wissen ja viele von euch. Vielleicht habt ihr jetzt auch mal Lust, Spätzle zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bis dahin, eure Bea.